Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster Max. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn ich. ich wusste gar nicht, ob man den Lift sprengen kann. Kann ich den Typen hier auch sprengen? Kann ich tatsächlich. Was ist, wenn der Typ jetzt von mir Geld verlangt und ich spreng ihn einfach in die Luft? Dann dürfte ich doch den Lift benutzen, oder nicht? Wahrscheinlich funktioniert der einfach nicht. Das ist schon teilweise sehr merkwürdig. Was mir jetzt übrigens auffällt, die Musik erinnert mich doch langsam frappierend an Battletots. Wenn man da mal reinhört, doch tatsächlich so. Rein von den Instrumenten her und das auf Gameboy-Format gequetscht und alles. Das ist sehr Battletots-haftig. 130. Kann man momentanes Geld einfach nicht sehen. Select. Doch, 66. Mhm. Kann ja sein, dass immer das Geld so hoch ist, dass man so oder so gezwungen wird, Level zu machen. So, diesmal werde ich mir die Mission angucken und entscheiden, was ich am besten finde. Ich werde das jetzt nicht alles chronologisch nachgehen. Belohnung: in den Wald dringst du ein und tötest alle bösen Augen. Oh, ich muss alle bösen Augen. Das klingt nicht toll. Ich will nicht mehrere Augen töten. Was gibt's noch für eine Mission? Die weißen Alten schrieben ihre Geheimnisse auf in geheimer Schrift. Geheimnisse klingt nach einer Mehrzahl. Wieder mehrere Objekte. Wahrscheinlich wird es auch darauf hinauslaufen, immer. Und suche die Rakete und zerstöre sie mit Hilfe der Knöpfe. Okay, das wird wahrscheinlich das schwierigste Level von dieser Welt sein. Und wisst ihr was? Ich werde das jetzt einfach mal angehen. Wahrscheinlich werde ich auch lange brauchen. Oh Gott, das Schwierigste am Anfang. Warum nicht? Oh, Kindergarten-Szenario. Hätte ich nicht gedacht. Oder auch nicht. Anscheinend war der Start wie ein Kindergarten. Jetzt ist es hier nur eine Art Burgmauer. Woho! Gott, das sieht ja schon verstrackt aus. Ich hoffe, man findet schnell eine Karte. Kann ich hier rauflaufen? Ja. Oh Gott, Gott. Wie will ich hier vorbeikommen? Die versperren mir ohne Ende den Weg. Ich versuche erstmal einen anderen Weg zu finden, Leute. Die sind hier doch ein bisschen mies. Na, ist ja nicht so schlimm. Okay, gibt's schon mal... Ach, ich habe doch die Bomben gehabt. Ach, was soll's. Ich mache das Level so, wie es geplant ist. Die haben wohl nicht gedacht, dass man hier Bomben hat. Okay, mit Bomben kann man diese hier wegsprengen, wissen wir ja. Und hier sind Knöpfe. Ach Mann, jetzt denke ich, ich habe die Bomben, aber nein, natürlich nicht. Sind ja wieder weg. Dann aktiviere ich mal die Knöpfe. Muss ich irgendwie eine bestimmte Kombination drücken, um das kaputt zu machen oder was? Ja, muss ich anscheinend. Trial and Error. Das kostet ja nicht allzu viel Zeit bei drei möglichen, Objectives. Die Ente werden wir wohl gebrauchen müssen. Problem ist, ich habe hier gerade das gefunden. Das werden wir wohl auch gebrauchen müssen. Verdammt, was mache ich denn da jetzt? Ich wag's mal. Ich werde auch mal ohne den Sprung klarkommen. Fuck it. Naja, gut. Das passiert leider allzu oft nur sowas. Okay, ohne Sprung, das wird ja mal was. Also, was haben wir hier unten? Okay, die Ente können wir gebrauchen. Und man findet hier Bomben, die ich sowieso schon hatte. Okay, das war jetzt wirklich unnötig. Kein Level neu starten. Neu starten mit all dem, was ich habe? Wahrscheinlich nicht. Ich werde da wahrscheinlich die Gegenstände mitnehmen, also lassen wir das jetzt. Ach, Moment. Dummerweise brauche ich die Ente, ja? Ja, verdammt. So. Wäre jetzt natürlich schlimm, wenn ich ohne den Sprung nicht weiterkomme, aber bisher sieht eigentlich alles begehbar aus. Das wird doch wohl nicht so gemacht sein, dass man sich manchmal ins Ausmanövrieren kann. Aber bei der Länge könnte das gut möglich sein. Okay. Hätte ich das mal gleich gewusst. Oh ne, Moment, die Reichweite ist ziemlich hoch. Ich muss da aufpassen. Stirbt. So. Der kann mir gar nichts mehr. Ich bin leicht schneller als er. So, jetzt geht's in den Wald rein oder was? Tatsächlich gibt es öfters mal unterschiedliche Szenarios. Finde ich immer geil. Irgendwas drücken wird schon funktionieren. Und ich finde hier wieder die Sprungdinger. Gut, so. Ja. So. Das ist wahrscheinlich so ein normaler Block, nur im Waldlook. Es hat einfach den Waldskin. Und Gott, was suchen die Elektrofallen im Wald? Ich verstehe das nicht. Oh, nice. Also, Gegenstände können auch diese Schalter beeinflussen. Finde ich super. Ach, habe ich schon erwähnt, dass ich ab hier nichts mehr kenne? Na, wird man wohl schon bemerkt haben, wa? Okay. Wenn der gerade fährt...
Alter, das Spiel hat ja richtig eine Physik. Naja, wenn das Ding gerade fährt, dann wird man von der Zentrifugalkraft, oder wie man das nennt, wird man mitgezogen. Und man muss, also man kommt einfach nicht voran. Das finde ich immer geil. Geil, aber das macht das Ganze nur umso komplizierter. Da, hier komme ich natürlich locker voran. Aber während er hier fährt, überhaupt nicht. Oh Gott, was mache ich da? Dann muss ich sofort springen. Ja, so. Das müssen wir mit der Bombe sprengen. Also ist gut, dass wir die Bombe noch haben. Ich muss aber die Bombe da drauflegen. Ich kann die Bomben ja schieben. Obwohl, es wird nicht so lange halten, die Bombe. Oh Gott! Aha. Die wird nie und nimmer so lange halten, Leute. Wahrscheinlich, wenn ich, wenn das hier hinten ist. Nein! Nein! Wie kann das sein? Ich habe doch gar kein Threshold eingeschaltet, aber der Charakter ist von automatisch gegangen, Leute. Ich schwör, ich habe nichts gemacht. Das hätte so gut geklappt. Wenn man zurückspringt, kommt man manchmal hier einfach raus. Fuck it. Ah, nein. Oh, raus hier, raus hier. Ah. Ah. Man macht sich auch noch selber alles kaputt. Nein. Werde ich nicht schaffen. Was mache ich denn jetzt? Erstmal hier rausspringen. So. Jetzt mach doch mal richtig. Okay. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht von mir. Das ist aber auch echt nicht einfach. Was mache ich da? Schlecht. So. Nein, raus hier! Oh, es geht nicht. Ich komme hier nicht klar. Dieser Rahmen versperrt mir die Sicht. So, es muss jetzt klappen. Ich will jetzt nicht rauskommen. Oh Gott, ich habe nur noch ein Leben, ey. Das schaffe ich nie nimmer. So. Oh, wenn der jetzt zerbrochen wäre, ich hätte mich so aufgeregt. So, immer noch was zum Sprengen hier. Das ist ja wohl ein Sprenglevel. Oh Gott. Die verfolgen mich aber nicht. Die tun nur geradeaus fliegen. Gut, das war aber knapp. Ja, Karl kann natürlich in keinster Weise sagen, wie viel noch vor einem steht. Die Raketen sind ja noch da. Erstmal nach rechts. Hier sind Gegner. Gegner gleich gefährlich. Und noch mehr Räume. Ach du Scheiße. Lohnt sich das überhaupt hier noch durchzukommen? Junge, Junge. So, was machen wir hier? Ich finde das Spiel so super, Leute. Das muss ich einfach sagen, während ich es hier spiele. Und wieder eine Kombination aussuchen. So. Wie mache ich das? Ah, okay. Wenn er wiederkommt, dann schiebe ich den da hin. Komm. Das müsste klappen. Ja! Ah, dann ist das Ding ja kaputt. Wie soll ich das denn machen? Soll ich? Ah, Moment. Ich glaube, ich habe einen Plan. Man kann doch auf Bomben springen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist doch nicht euer... Oh, ich habe mich selbst gesprengt. Na, klasse. Okay, ich werde es wohl nochmal versuchen müssen. Sorry, geht ja nicht anders. Wir können natürlich jetzt ein anderes Level probieren. Aber ich möchte das hier jetzt in diesem Part hinkriegen. Wird wohl der längere, ein längerer Part werden, Leute. Mal schauen. Jetzt mache ich das Ganze nämlich von vornherein richtig, wobei, ey, ich hätte so schnell sein können, als ich... Naja, nichts berühren, man hat hier echt nicht viel Leben, ey. Verdammt, verdammt, verdammt! So, mein Trinken geht hier langsam auch auf... Das gibt's doch nicht! Warte, Mission neu starten, das lasse ich nicht zu. Mission Ende. Und nochmal. Sorry, aber das ist... geht nicht anders. Ja, schon gerade mein Eistee ist wieder aus. Ich bin ja echt schockiert über die Entwicklung, was Getränke im Supermarkt betrifft. Ich habe ja mal gern diesen Eistee von gut und günstig getrunken, da Pfirsich und Zitrone, wobei ich Zitrone mehr mag. Aber geht beides irgendwo. Und ja, das Problem ist, inzwischen sind die alle in PET-Flaschen noch erhältlich. Ich trinke voll ungern aus PET-Flaschen. Ich will die Packungen wieder haben. Warum ist das so? Warum wird alles inzwischen durch PET-Flaschen ersetzt? Ja, wahrscheinlich biologisch abbaubar oder was? Ich weiß es nicht. Gerade PET-Flaschen doch nicht. Und Pfand haben die Dinger übrigens auch nicht. So, jetzt muss ich aufpassen.
Da, perspektivisch ist das eine... Oh, warte mal, ich habe das Falsche hier weggesetzt. Perspektivisch ist das total für den Arsch. Für den Arsch? Okay, es klappt. Mein Gott, da schon Leben zu verlieren? Nee, das ist so frustrierend, da muss ich neu starten, Leute. Übrigens, was auch noch richtig schlimm ist, inzwischen, ich habe ja richtig gerne diesen Mu Eiskaffee von Edeka getrunken. Mir fällt übrigens auf, die Barriere braucht man gar nicht. Inzwischen gibt's den nur noch in einer Art anderen Version. Also, ich habe mich richtig gewundert, als ich plötzlich die Packung angeschaut habe. Und dann das plötzlich so etwas total Türkisches. Boah, jetzt fange ich ja schon an, wie ihr wisst schon wer. Nein, aber da kam irgendeine luxemburgische Schriftart oder so. Ich habe da einfach gesagt, boah, diese scheiß Türkensprache, die ja jetzt inzwischen drauf ist oder so, weil das verdeutlicht nur, wie scheiße dieser Eistee schmeckt. Nicht Eistee, was laber ich da? Der Mu-Eiskaffee natürlich. Ich trinke den so, bah, absolut bitterer Nachgeschmack. Richtig schlimm. So sollte kein Eiskaffee schmecken. Der alte Eiskaffee war so geil, mein Lieblingsgetränk überhaupt. Ich habe ihn, ja, ich habe eigentlich fast jeden Tag 2 Packungen davon getrunken. Vielleicht wäre es sogar besser, weil inzwischen ernähre ich mich jetzt schon wieder gesünder. Was heißt gesünder? Gesünder habe ich mich nie ernährt, aber 2 Packungen Eiskaffee pro Tag. Wow, wow, wow. Oh, das ist super. Das Geräusch. Oh, naja. Ich habe jetzt übrigens was falsch gemacht. Natürlich habe ich was falsch gemacht. Ja. So, wie war nochmal die Kombination? Und ja, denn ich habe sogar eine Beschwerde an die Mu-Seite geschickt. Da kann man ja so Anfragen schicken. Das war sogar recht, recht lang, die Beschwerde. Ich musste da einfach mal meine Interessen verteilen. Ich habe bis heute keine Antwort zurückbekommen. Die nehmen mich wohl nicht für voll die Schweine. Also ich will sofort den alten Mu-Eiskaffee wieder. Ich habe geschrieben, dass das absolut niemandem schmecken wird und dass die pleite gehen werden, wenn die so weitermachen. Vielleicht hätte ich nicht so ganz barsch sein sollen. Aber ich habe ja noch weitere Produkte wahrscheinlich. Ich kenne aber nur den Mu-Eiskaffee. Ich meine, weiß nicht, was ist da passiert? Was haben die an der Geschmacksform rumgeschraubt? Ich habe da schon Verschwörungstheorien aufgestellt. Ja, der Geschmack war nicht Mainstream genug. Wir müssten eine größere Zielgruppe ansprechen, aber man kann auch nicht bei Eiskaffee-Geschmack vom Mainstream sprechen. Es war so super und naja. Es gibt auch eine Rezension, da kann man Nahrungsprodukte bewerten. Also eine Seite, da kann man Rezension zu schreiben. Und das hat Top-Wertung erhalten. Inzwischen ist das so eingebrochen. Die müssen doch merken, dass das scheiße ist. Aber nach wie vor ist dieser diese luxemburgische Schrift. Und solange da luxemburgische Schrift drauf ist, ist der Eiskaffee scheiße. Dieses scheiß Drecksland. Ich habe die Bomben vergessen. Verdammte Scheiße. Ich komme nicht mehr zurück, Leute. Doch. Ha! Okay. Okay. Fuck. Das ist doch jetzt mies. Nur weil ich was vergessen habe, habe ich jetzt noch schlimmere Stelle erwischt. Oh Gott. Nein, das muss doch besser klappen. Ah! So. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, der geht ja nie ganz zu dem... Das packe ich doch nie nimmer. Wieder runtergefallen. Oh, nur weil ich das vergessen habe oder was? Das ist gemein, Leute. Das ist richtig gemein. Ich will aber keinen Part machen, wo ich nichts erreicht habe. Oh Mann, ey. Oh toll, ich stehe genau da, wo ich letzte Mal stand. Wie soll ich das jemals packen? Jemals. Oh, ich muss auch noch so weit zurückgehen. So weit. Wo habe ich die Bombe denn da gelassen? Ach, da sind die... ich konnte die im Schwarz nicht sehen. Die haben sich getarnt, die Schweine. Okay. Dumme Ente. Ich brauche dich doch nicht mehr. Muss ich den ganzen Kram nochmal machen? Ich habe mir nicht mal die Kombination gemerkt. Yo. Ah, so war das. Weil einer steht abseits. Das wollen wir verdeutlichen. Yo, der ist irgendwie ein Außenseiter. Von den Schalterchen. So, Mann. Ich frage mich, ob ich nicht... Warte, das will ich ausprobieren. Ich schieb das hier und spring da so geradewegs. Und das will ich nicht probieren. Aber es könnte doch funktionieren, oder? Ich glaube, wenn ich das nochmal mache und wieder ein paar Leben habe, probiere ich das sogar. Ja, ich tue so, als würde ich mitspringen. Oh Gott. So. Das wird jetzt wieder richtig schlimm. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal ohne Lebensverlust. Passt schon, passt schon. Nein, passt überhaupt nicht.
Zum Glück ist überhaupt nichts in die Luft gegangen, Mann. Ah, nein, das ist viel zu früh gesetzt. Muss von da drauf gesetzt werden. Nein! Oh, ich habe es nie gesehen. Oh Mann, ey. Wisst ihr was? Scheiß mir auf dieses Level erstmal. Ich mache ein anderes Level. Jetzt bin ich ja doch so weit. Jetzt mache ich doch das erste Level, ey. Ich wurde gefistet. Das Spiel hat eine Schwierigkeitsgradkurve. Und ich habe diese Schwierigkeitsgradkurve einfach mal um 200% ansteigen lassen, indem ich das letzte Level genommen habe hiervon. Warum tue ich das? Jetzt bin ich direkt im Wald, also. Was ist das für ein Schweinskopf? Der geht auf jeden Fall zielstrebig auf mich zu. Ich habe direkt eine Karte. Dann weiß ich sofort, wie lang das hier geht. Und naja, so genau weiß ich es nicht. Aber ich weiß schon mal, dass es nicht einem Bildschirmausschnitt beendet sein wird. Man muss ihn irgendwie austricksen, dass der so gegen so einen Baum läuft. Yep! So ein Spack. Ob es auch Gegner gibt, die sich nur bewegen, wenn man sich selbst bewegt, so wie bei Lufia? Das wäre ja was. Yippie-ja-yeah. Alter, ich komm da rein und sofort. Wow, Elektrobarriere. Oh. Ohne Scheiß. Boah. Ah, ne, auch wenn es nicht so wirkt, das Spiel macht absolut nach wie vor Fun, auch wenn es so mega schwer ist. Erinnert mich so ein bisschen an Mole Mania, was ich da vor kurzem auch für mich entdeckt habe. Das ist auch so ein Spiel von Nintendo. Auch ein Rätselspiel und das ist auch etwas weniger bekannt. Und das Spiel war wirklich richtig geil, auch ein Rätselspiel, ja, habe ich schon gesagt. Aber ich kann ja nicht alles Let's Playen, was ich geil finde, sonst, naja, sonst hätte ich einen viel höheren Output wahrscheinlich. Yo, und wir kriegen eine Zauberrolle. Na, kriegen wir nicht. Das möchte uns nicht die geben. Warte, ich gehe hier lang. Ich habe Angst, dass ich wieder runterfliege, wenn ich da kurz rausgehe. So, verdammt. Ich vergesse es immer. Gedrückt halten. Wie ein Känguru halt, ne? Dann kann nichts passieren. Dann ist es aber überhaupt nicht mehr schwer. Na, was mache ich da? Jetzt werde ich ohne Schuhe auskommen. Na und? Schaffe ich schon. Ach, guck mal, das kann ich kaputt machen. Ich dachte jetzt, ich brauche... Ne, Moment. Ich konnte eins kaputt machen, wahrscheinlich, weil... Weil der verschwindet, wenn man... Okay, ich brauche die Schuhe. Ah, da waren die Schuhe. Boah, aber wie versteckt. Also gut. Schweinsnase. Da, den kann ich zerstören. Warum? Jetzt nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Also ich brauche doch die Ente. Einmal triggern, dann fährt der einmal. Fährt der danach nochmal. Yep, wäre ja sonst gelacht, ne? So. Okay. Das ist schon um einiges humaner, würde ich fast sagen. Vielleicht können wir das dritte Level einfach überspringen. Ich meine, wenn wir genug Geld haben, müssen wir das nicht machen, Leute. Ah! Obwohl ich natürlich gerne jedes Level machen würde. Mal gucken. Wenn ich da einfach so dran festhänge, dann müssen wir es wohl. Ich habe auch bei Super Mario Brothers Level Welten übersprungen. Wegen aus nachvollziehbaren Gründen, hoffentlich. So, ich bin schnell und ich, irgendwas sagt mir, dass ich diese Schnelligkeit möglichst schnell auskosten sollte. Was ist das? Was ist das? Ihr kennt doch nicht, was das sein soll. Kann man da drauf springen? Nein, man wird stirbt dadurch. War, dann möchte ich das erstmal kaputt machen, wenn ich das kann. Mann, nimm das doch! Kann ich nicht. Die sind zu hoch anscheinend. Herzen immer schön. Oh Gott, Gott. Einfach nicht in die Sichtlinie. Obwohl, im Moment will ich da... Boah, nur rausgekommen. So, was habe ich jetzt hier... Was, nur für ein Leben war der Raum gut. Wenn es so sein soll. Gut, nehmen wir das erstmal mit. Und schieben es genau da. Oh, der rutscht ja auch. Manchmal rutscht die und manchmal nicht. Ich verstehe das gar nicht genau. Aber stimmt ja, bei diesem einen Level mit dem Schalter ist der auch einfach gerutscht. So. Und jetzt? So? Kein Plan, was man da machen soll. Ich kann ja eigentlich nur offensichtlich einmal schieben. Ach, Moment! Ja, ich erkenne es gerade. Ja, das ist immer ein cooles Rätsel. Man soll ihn ja aufstellen, um so eine Art, ja, Barrikade zu bauen. Das ist ja mal nett.
Ach, was mache ich da? Nein! Ich versperre mir den einzigen Ausgang. Ah. Aber nie so wirklich. Ach, stelle ich mich hier blöd an. Der Part geht schon ziemlich lange. Aber gut, was soll's. Dann geht er halt so lang. Passiert schon mal. Oh, Junge, Junge. So, erstmal hier lang. Dann sammle ich ihn wieder ein. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das perspektivisch einordnen soll, aber irgendwas sagt mir, ich soll es in die Lücke schieben. Dann wird das schon passen. So, also. Okay. Pure Jump-One-Stelle voraus. Und auch da denke ich mir, dass die Bonsai-Bäumchen so rein von der Perspektive nicht immer leicht einzuschätzen sind. So. Hier muss ich natürlich schlau vorgehen. Wenn ich den einmal hier hinbringe, dann habe ich nichts mehr zu befürchten. Natürlich habe ich was zu befürchten. Gott verdammt. Aber wenn ich dann mich beeile. So. Jetzt kann ich in Ruhe das Labyrinth des Labyrinthes Wegens ziehen. Alter, das ist wirklich wie der heiße Draht. Vor allem, weil es perspektivisch... Ja, und ich muss mal wieder perspektivisch sagen, aber es ist so. Oh Gott. Aber es ging ja noch gut. Das... Oh, da hat man doch schon leicht Herzkasper. Karte. Okay, viel haben wir nicht mehr vor uns. Hier komme ich aber nicht rüber. Oh, Junge, Junge. Komm nochmal vor. Ah. Okay, das war jetzt kein Ding. Hm. Aber kurz vor Ende nochmal ein fettes Stockwerk oder was? Kennen wir doch schon. Hier ist nichts. Also ich gehe mal davon aus, dieser Raum ist so eine Art Bestrafungskammer, wo wir hinfallen, wenn wir irgendeine Jump'n'Run-Passage, die vielleicht in diesem Raum hier sein könnte, nicht schaffen. Ja, sieht ganz so aus. Besser als zu sterben, ehrlich gesagt. Pff, und das zerbricht auch noch, da komme ich doch nie im Leben rüber. Ja lol, was soll ich da machen, ne? Ach, natürlich, über den hier. Wenn er hier anhält. Na, anscheinend war er doch genauso weit weg. Gehe ich in den anderen Raum. Der wird schon ewig funktionieren. Ja, was soll man sagen, ne? Ich hoffe jetzt endlich noch eine vernünftige Zeit rauszukriegen, um diesen Part jetzt auch nicht endlos in die Länge zu ziehen. Aber hier geht's auch nicht weiter. Ich muss da lang. Oh Gott, hätte ich doch noch die Bomben gehabt. Das wäre doch so um einiges cooler gewesen. Hm. Also die Sprungweise ist doch dieselbe. Wieder unten oder nicht? Ich weiß es nicht. Yes! Einfach nur noch springen, springen, springen. Ich weiß nämlich nicht, was zerbrechen könnte. Und da sind sie, Bomben. Ich könnte mich jetzt hier freisprengen, den richtigen Weg gehen, aber das ist schon ein Weg. Okay, hier ist das Ende. Stirb, Mistviech. Oh, mein Controller ist gerade aufgegangen. Anscheinend gehen die Batterien bald alle. Da sollte ich mich wirklich beeilen. Wird höchste Zeit, da mal was zu tun gegen. Yay, ich gehe mal trotzdem zurück. Wisst ihr warum? Da war noch ein Raum und den will ich unbedingt gehen. Andererseits muss ich dann diese Stelle nochmal machen. Werde ich schon schaffen. Seht ihr, wie gut ich bin? Und die Musik ist jetzt die ganze Zeit anders. Oh Gott, ich hoffe, man hört nicht die ganze Zeit, dass der Hardware einem ausgeklinkt wird. Oh, nein, nicht der Raum. Komm, da wird doch noch ein Goldbarren oder irgendwas sein. Auf jeden Fall etwas Besonderes. Ja, ein Stern, den ich wohl hier nicht brauchen würde, wenn ich direkt rausgehe. Ah, die Karte verzeichnet noch einen weiteren Raum daneben. Okay, der Stern war... Noch ein Stern, wozu denn? Ich brauche noch keinen... Ach so, ich kann die Sterne ja über die Level mitnehmen. Das sollte man nicht unterschätzen.
Nein! Ach, ich bin hier gelandet. Oh, das ist super, dann komme ich hier direkt zum Ende. Wisst ihr, das ist mir jetzt egal, der Stern. Ein Stern ist schon gut genug. Jeha, und die verbliebenen Herzen zählen auch dazu. Können wir die nächste Welt betreten? Ja, ich glaube schon. Wir können die nächste Welt betreten, Leute. Warum machen wir das nicht mal gleich? Einfach mal gucken, ob es nach wie vor wieder drei Level sind, die man betreten dürfte. Kann man ja mal schauen. Oder möchte ich auch mal sehen, wie viel der danach will. Thank you, Sir. Mann, aber eigentlich wäre es cooler, wenn ich den wegbomben könnte. Ach. Ich hab auch wieder dieselben Sachen. Und 200, okay. Das scheint leider ein bisschen zu sehr nach demselben Schema abzulaufen, was ich ein bisschen doch schade finde, aber dennoch. Es geht ja um die Level an sich und nicht um den Aufbau der Oberwelt. Aber eine schön gestaltete Oberwelt kann schon mal einiges ausmachen, muss ich ja sagen. Anyway, im nächsten Part werde ich dann weitere Level angehen. Wir sehen uns bis dahin zu Monster Max.